Seattle, Tag 2. Gespielt haben wir schon, okay. Wir sind wieder wach. Raus aus der Zeitreise, zurück in der Realität. Ah, Kinosnacks. Okay. Schauen wir uns um. Dina, geht's dir gut? Dina? Ist sie beim Funkdings oben? Das könnte sein. Vielleicht hat sie mich nicht gefunden. Dina? Findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in Flüchtling. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig?
Definitiv richtig. Oh shit, da gehst du wieder. Das muss Tommy sein. Ordentlich zu und her. Scheiße. Ah, es gibt Häuser zum Looten. Dann ist ja klar, was wir machen. Was fehlt uns? Lumpen und Alk. Mehr nicht. Ja, schade. Das andere Zeug können wir nicht mitnehmen. Ah, doch, Pillen. Pillen nimmt man immer gerne mit. Für das ein oder andere Upgrade. Ah. Damn it. Fuck, hä? Pillen, sehr schön. Wie viele haben wir? Können wir was machen? 88 haben wir. Holy shit. Schnellere Fertigung, Lauschmodus, Klarheit. Ja, komm. Dann haben wir den Skilltree durch. Perfekt. Wo bin ich jetzt? Ah. Ah, geil. Pillen, Alk, alles, was wir brauchen. Perfekt. Hailcrest, okay. Das ist eins meiner Lieblingsgebiete, muss ich sagen. Weil hier siehst du wirklich, was die Natur sich alles zurückgeholt hat, alles zugewuchert. Sehr schön, sehr schönes Gebiet. Bear your fangs, they think we're sheep. Ich halte es für scharf, zeigt die Zähne. Oh mein Gott. Ah, warte, es hat noch Rückseite. Join the Washington Liberation Front. Nö, Digga. Tagebuch was Neues? Hm? Oh. Was mache ich hier? Wie kann ich? Wir sind doch gerade erst. Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt wird sie anders zu mir sein. Ich weiß es. Ich wünschte, ich hätte meine verdammte Maske nicht fallen lassen. Man hat sie herausgefunden, dass sie schwanger ist. Wo waren wir vor ein paar Wochen? Was? Nein. Ich weiß was. Ich weiß noch, dass sie in Kenwick gekotzt hat. Das ist zu viel. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Die Übelkeit, wie müde sie dauernd ist. Scheiße, Dina. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir nicht vertraut? Aber hast du ihr vertraut? Was soll ich tun? Zum Umkehren ist es zu spät. Ich muss die ganze Sache einfach so schnell wie möglich beenden. Well, ihr seid in einer misslichen Lage gerade. Vorteile für niemanden. Für Dina schon gar nicht. Eine Wäscherei ist das hier. Da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Lumpen. Was habe ich gesagt? Ach, es gibt so viele Läden hier, wo man rein kann. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ui. Ein Modeladen. Auch nicht schlecht. Nein. Oh. Lumpen. Sonst nix. Hallo, ist hier was? Das sah mir hier sehr verdächtig. Ja. So. Oh, nicht schlecht. Boris Legasov. Erster Platz. Guter Bogenschütze. Hawkeye, bist du's? Das ist alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Klinkerkiller in der ganzen QZ. Stabil. Der Klickerkeller mit dem Bogen. Man kennt ihn. Lol. Sehr viele Schrauben und so. Hier ist auch direkt eine Werkbank. Schauen wir mal, ob wir die Kapazität erhöhen können. Bei der Pistole müsste es ja mittlerweile gehen. Ja, das machen wir auch direkt. Das ist das Logischste gerade. Und ansonsten spare ich wieder. Das ist alles, was ich gerade noch machen. Außer ich kann irgendwo anders noch die Kapazität erhöhen, aber ich glaube nicht, dass es gerade geht. Obwohl Shotgun könnte gehen. Nee, geht nicht. Kapazität kostet immer 50. Naja, schade. Immerhin bei der Piste. Das ist schon mal gut. Dann rüste ich die doch direkt mal aus. Ja, perfekt. Kleines Update. Upgrade. Nicht Update.
So. Gehen wir wieder voll. Alles, außer Lumpen. Außer ein Viertel Lumpen, dann haben wir alles. Ui. Na, nicht jetzt. Nicht jetzt, Schluck auf, bitte. Ich sehe schon, das wird die Schluckauf-Episode. Ach nö. So. Was haben wir hier? Hm? Ach, das war der Kleiderladen, lol. Ich dachte gerade, hey, what the fuck? Warum ist die Tür offen? Das war ja ich selbst, lol. Das da drüben war die Wäscherei, da waren wir. Okay, wir sind durch. Perfekt. Wie komme ich da hoch? Scheiße. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Wie, also wie die Ellie nicht gesehen haben. Der eine hat doch voll in meine Richtung geschaut. Blind, diese WLF-Dudes, blind. Zack. Noch eine Notiz. Boris, Wolves sind ins Fetcher Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenslisten gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuen Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihm bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt, Yolanda. Ah, Abschiede, ich hasse es. Oh, moin. Hinter dem Haus. Nein. Ah, warte mal, da geht's weiter, okay. Aber erstmal schauen, ob hier noch was ist. Oder war das alles? Tee gibt es hier noch, das können wir noch anschauen, aber erstmal Tagebuch. Fuck, die WLF. Also, scheiß auf die WLF, so. So ein bisschen nicht so gute Übersetzung. Weil sie wieder nicht sagen, oh scheiße, die WLF, nein. Ist ja niemand hier, sie hat nur einen Regeln gesehen, dass sie will eigentlich sagen, scheiß auf die WLF. So, wir sind stacked. Ah, Mann. Shit. Jetzt darf ich auf Schrauben und Pillen hoffen. Oh, disgusting. Boah. War Ratten und Sülze. Ach, ach, au, oh. Ein ganzes Medkit. Ein ganzes Medkit, Junge. Oh, das tut schon weh. Wie können wir so stacked sein? Kriege ich echt so wenig Damage, dass ich meine Medkits nicht... Oh. Ey, Digga. Wir sind echt zu gut ausgerüstet. So, wo bin ich jetzt hier? Hö? Au. Hier muss ich lang. Da waren wir vorhin schon. Auf der anderen Seite vom Zaun da. Okay. Wir sind alleine. Kein Teammate an unserer Seite. Nein, Quatsch. Wir sollten vorrücken. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls er hier langkommt. Da ist... Scheiße. Oh, fuck. Hunde. Scheiße, der hat meine Fährte. Aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Aua. Hinterhalt! Als ob der noch lebt. Na gut, dann machen wir es so. Fuck. Shotgun-Schüsse habe ich nicht mehr. Schießt alle!
Was ist für dich da lang? Aha! Ich kann dir ganz genau sagen, wo ich hin bin. Und jetzt. Skyler! Das kam von da drüben! Ernsthaft? Ernsthaft? Wie unlucky und dumm. So, jetzt. Digga! Kommen die alle her auf einmal? Ah, nice. Kann wieder nichts aufheben. Shotgun fast leer. Gewehr, du musst jetzt hier ein bisschen saven. Oh ja, sehr nice, danke. Okay, wo sind die? Ah. Du glaubst oder weißt? Dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Nein, 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 der Hund, der Hund! Um Gottes Willen! Ah, ich will doch keine Hunde töten! Geht's noch? Was habt ihr hier alles offen, Naughty Dog? Sie ist da verschwunden! Lügen. Mann! Meine Axt ist fast kaputt. Ich weiß nicht, ob ich hier alle töten muss oder ob ich einfach durchlaufen könnte. Oder wo die überhaupt noch sind. Ich sehe gar keinen. Oh, da ist einer. Da mache ich jetzt so mit dem Gewehr. Die wissen eh, wo ich bin. Ist doch egal, ob ich jetzt nochmal entdeckt werde oder nicht. Ich forst mich jetzt hier durch, nehme mit, was ich kann. Wo? Da hinten. Ach du Scheiße. Ich konnte es nicht auf seinen Kopf platzieren. Wo ist er hin? Peek. Und der hat mich getroffen. Natürlich. Natürlich. Ich krieg einen Longshot mit dem Revolver hin. Oh, let's go. Ah, der Beste. Okay. Das waren alle. Na gut, dann heilen wir uns mal. Und machen direkt ein neues Medkit. Hier den Stoff wieder mitnehmen. Oh boy! Das war ja was. Ich weiß, dass man dieses Gebiet auch ohne Rumgeballer hätte abschließen können hier. Einfach durchlaufen oder durchsneaken. Aber der Hund. Ah, die Hunde haben es nicht so einfach gemacht, ja. Und die Hunde werden auch öfter noch präsent sein jetzt hier. Hunde sind einfach zu OP jetzt gebrannt. Okay, interesting. Hier ist absolut gar nichts. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Alles verbrannt einfach. Jesus. Jesus Christ, mate. Okay. Da ist noch was. Meine Axt ist fast broke, sehe ich gerade. Oh lol, hier waren wir. Hat einer von denen irgendwie eine Nahkampfwaffe gehabt oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, egal. Egal, wir gehen weiter. Wir werden sowieso irgendwann wieder unsere Sachen finden, die uns noch fehlen. Deswegen, ja. Hier ist noch ein bisschen Alkohol. Heißt, Alkohol ist wieder voll. Sehr gut. Perfekt.
immer schon absichern. Das war halt so, jetzt hat sie das so gemacht, weil da halt man auch durch hätte durchkommen können, ohne die abzuballern. Okay, perfekt. Wir sind weiter. Stimmt, Flaschen und Dings können wir auch wieder aufsammeln, weil wir eine Bombe benutzt haben. Die war ein bisschen lost eingesetzt. Ich dachte, man kann die platzieren. Aber anscheinend nicht. Wäre aber schlau gewesen. Und was ist hier? Ah ja, genau, ich weiß, was hier ist. Das Teil, da brauchen wir. Diesen großen Container hier. Und tschüss. Ist hier was? Hat das wer gehört? Hoffentlich nicht. Das wäre nicht so von Vorteil. Wir nehmen es mal mit. Oh. So. Schieb dich hin. Boah, das ist ja, muss ja riesen heftig schwer sein. Aber Ellie schafft alles. So. So, perfekt. Kann ich hier runter? Ohne. Ja, hat nur nicht besonders viel gebracht. Okay. Oh, ein sicker Fahrradhelm. Guck mal. Ui. Not bad. Noch eine Werkbank? Was? Wie viele Werkbänke haben wir denn hier in letzter Zeit? Oh. Nee, ist keine Werkbank. Verdammt, was ist das? Bombe? Sprengfallen. Ah, das waren die, die man placen konnte. Ah. Dann habe ich die verwechselt. Die Rohrbomben und die Sprengfallen. Okay, I see. Was haben wir hier? Eine Notiz. Okay. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolves Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass sie uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es von dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Der Ueli. Schön. Noch ein bisschen was für die Werkbank hier. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Ich rechne nicht mehr allzu viel. Gewehrkapazität wäre sicher nicht schlecht. Perfekt. Immer in kleinen Schritten vorwärts. Jetzt können wir hier so einiges reinladen. Schieß. Okay. Nehmen wir das Teil wieder. Okay, und los. Was haben wir hier? Wieder ein Laden? Oh, Alk. Kann ich das herstellen? Ah, das kann ich jetzt aber machen. So. Heißt, wenn wir wieder Flaschen und Sprengstoff finden, immer her damit. Immer her damit. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir genau hier im nächsten Part weiter. Bin gespannt, wo es noch hingeht. Und ja. Mal schauen, was Hillcrest noch zu bieten hat für uns. Bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Part 2.